Heute stellen wir mal den größten Botschafter unseres Spiels ins Schaufenster. Größter im doppelten Sinne. Sebastian Siebrecht ist 2,2 Meter, aber das nur am Rande. Vor allem ist er jemand, dem es gegeben ist, unser Spiel einladend und attraktiv zu machen. Jemand, der rausgeht und mit Leuten redet und Leute einbindet. Das ist im Schach nicht so vielen gegeben und das ist auch etwas, woran das Schach, das organisierte Schach in erster Linie krankt. Und nun bindet dieses organisierte Schach in zunehmendem Maße Sebastian ein. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Im digitalen Raum reden wir ja oft von Sichtbarkeit und damit meinen wir dann eher so Views und Page Impressions. Der Sebastian hat eine Sichtbarkeit auf eine ganz, ganz traditionelle Weise mit seiner Faszination Schach, so heißt das Projekt. Damit geht er seit 2012 durch die Einkaufszonen in Deutschland weit und erklärt Kindern Schach und macht das mit großer Freude und großer Begeisterung. Sebastian ist selbst ein sehr, sehr starker Spieler, der ist Großmeister, aber seine eigentliche Berufung ist das Arbeiten mit Kindern und Schach zu erklären. Das ist das, was er wirklich liebt und womit er sich auch ein Standbein gebaut hat. Nun funktioniert diese Faszination Schach gerade nicht so gut, weil er kann halt nicht in Einkaufszentren gehen und Menschen um sich versammeln. Aber es tun sich Alternativen für ihn auf. Wir hatten ihn gestern schon im Zusammenhang mit der Deutschen Schach-Online-Liga, die eine Live-Show macht. Die wird von Sebastian moderiert. Und jetzt gibt's noch eine zweite Show, der Grenke-Schach-Kinderkanal. Grenke, der große Schach Mäzen beim Ligaschach und Sponsor beim Turnierschach, der hat ihn jetzt eingebunden für den neuen Kinderschachkanal, den Sebastian betreut und moderiert. Und da kommt sozusagen das Beste, was wir beim Schach haben, zusammen. Denn das ist diese wirklich professionelle Produktionsqualität von dem Kränke Videokanal. Den gibt es auch. Die haben noch einen Hauptkanal. Der ist aber gar nicht so groß, wie er sein könnte, weil der ist eben etwas steril und er kommt nicht so richtig einladend rüber. Der hat kein Gesicht und keine Seele. Das sind schon hochglanzproduzierte Bilder, die das Fernsehen gerne verwendet. Zum Beispiel als neulich hier die Sportschau einen großen Schachbeitrag hatte, in dem The Big Greek, Georgios Solaitis, eine tragende Rolle spielte. Da haben die ganz viel von diesem Grenke-Material verwendet. Und jetzt kommt halt die Weltklasse-Produktionsqualität zusammen mit jemandem, der dem Schach auch wirklich ein einladendes Gesicht gibt. Das ist eine tolle Entwicklung. Und weil der Sebastian im digitalen Raum der Streamer und YouTuber noch gar nicht so bekannt ist, soll er heute mal einmal bei uns im Schaufenster stehen. Diesen Artikel, wer mehr dazu lesen möchte, den verlinke ich in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen.